Wir haben uns entschieden, in einer Systematik zu spielen, wo man jetzt noch, bis jetzt noch nicht gespielt hatte. Es war hin und her die Woche, weil wir wahnsinnig enttäuscht waren nach Bochum. Das muss ich wirklich sagen, es ging bei mir schon 2-3 Tage. Und habe uns einfach entschieden, dass wir im 4-2-3-1 dann mutig draufgehen, weiter, egal was ist. Und haben dann natürlich in der ersten 30 Minuten oder mit jedem Schuss aufs Tor war er drin. Ich habe sowas noch nie erlebt und bin schon lang Trainer. Noch nicht lang Bundesliga-Trainer, aber schon lang als A-Jugendtrainer. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und die Mannschaft hat natürlich herausragendes Spiel gemacht, aber manchmal läuft dann auch alles. Werden dann die Freistoßtore überprüft mit Abseits. Dann ist kein Abseits in Bochum, wäre sicher Abseits gewesen. Und dann zweite Halbzeit haben wir seriös und mit Wille auch gegen den Ball gearbeitet. Da hätte man auch können eins oder zwei auf jeden Fall auch einstecken. Weil Gladbach hat weitergemacht. Und am Ende haben wir dann ein Spiel gewonnen. Schön ist einfach nur, dass wir mal ein Spiel gewonnen haben in Gladbach. Ich habe noch nie hier eins gewonnen. Ich glaube, das letzte war 1995 in der Bundesliga. Danke. Ja, es ist ja eine Ausnahmesituation. Wir haben sowas ja noch nie erlebt. Wissen Sie, wenn ich mir überlege, vor einer Woche, ja, wie ich in Bochum bei der Pressekonferenz gesessen bin, am liebsten wäre ich gar nicht zur Pressekonferenz gegangen. So eine Wut habe ich gehabt und so enttäuscht war ich. Und im Fußball ist einfach manchmal, kann halt nur einer gewinnen. Und manchmal läuft es für eine Mannschaft total schlecht. Und dass jetzt jeder bei uns reingegangen ist, das ist dann auch wirklich nicht erklärbar. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie ich das erklären soll, dass es in der Halbzeit 6-0 stand, da könnte ich Ihnen keine Erklärung abgeben. Manchmal passieren die Dinge auch so brutal in eine Richtung. Und heute ist es einfach so extrem in unsere Richtung gegangen. Und auch wir können gegen eine Mannschaft mal 4-5 kriegen und am hinterher weiß ich nicht genau, wie das erklären sollst. Weil hundertprozentig war die Mannschaft von Gladbach hochfokussiert. Wenn sie dann so ein enges Spiel in Köln dann auch noch, kriegst du noch 4 Tore. Und ich habe das Spiel ja gesehen, so ein enges Spiel. Und dann willst du zu Hause natürlich alles gut machen und dann steht es irgendwie nach 25 Minuten 4-0, weil Standards reingehen, das ist ja ist Wahnsinn, das gibt es halt im Fußball, solche Sachen. Aber ich habe einfach gesagt, weiterspiele und schaue, dass Gladbach zurückkommt, nicht, dass die ersten paar Minuten ein Tor oder zwei gibt, weil eben, es ist ja nichts unmöglich im Fußball.